Okay, heute wollen wir uns anschauen. Ah, was machst du schon wieder hier? Mit genau dieser Fratze habe ich vor 2 Wochen mein erstes Video gestartet und einfach nicht aufgedeckt, was für ein psychologischer Effekt dahinter steckt. Könnte es etwa sein, dass ich euch damit nur manipulieren wollte? Hast du nicht? Ich dachte, wir sind Freunde. Genau das erfahrt ihr heute. Und weil ihr jetzt 2 Wochen auf die Antwort warten musztet, gibt es als Wiedergutmachung 2 psychologische Effekte on top. Wow, wie großzügig von dir. Das sind meine Top 3 psychologischen Effekte. So verzerrt gehen wir durchs tägliche Leben. Kann ich jetzt aufhören zu lächeln? Ja, jetzt sag halt endlich. Warum hast du so gegrinst? Musste ich noch 30 Sekunden gedulden, denn es geht heute um das Lächeln, klar, und den Effekt, der dahinter steht. Aber auch darum, wie gut wir darin sind, Fakten zu ignorieren und vor allem, wann wir das tun. Und ich zeige euch auch, wie blind wir für psychologische Effekte bei uns selber sind. Es geht also um Effekte im Alltag. Es gibt zwar noch so viele weitere, bei der Arbeit, in der Schule, im Verhandeln, beim Sport, im Denken und. Wird aber alles noch auf diesem Kanal kommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert sehr gerne und go! Also, das Grinsen. War das Manipulation? Erstmal unabhängig davon, dass ich ohnehin wahnsinnig gerne grinse, kam es in den Kommentaren aber eher unheimlich, creepy, gruselig rüber. Irgendwie auch wie zu erwarten, es war am Ende in erster Linie ein Gag. Wie enttäuschend. Aber, ja, trotzdem mit einem Körnchen Wahrheit. Denn es ging um den Versuch, einen möglichst positiv sympathischen ersten Eindruck zu machen. Wir haben ja schon häufig gehört, wie wichtig der erste Eindruck ist. Das haben ein paar auch schon in den Kommentaren richtig erraten. Piu, piu. Was waren das jetzt für Soundeffekte? Wie entscheidend er tatsächlich sein kann und was da noch alles so mit reinspielt, zeigt uns der sogenannte Halo-Effekt. Also Halo, Heiligenschein-Effekt. Kleine Vorwarnung, für die nächsten 10 Sekunden wird es etwas kompliziert. Der Halo-Effekt meint, dass wir uns von einer Eigenschaft einer Person blenden lassen und von dieser einen Eigenschaft einfach, ohne dass wir das überhaupt mitkriegen, auf das Gesamtbild einer Person schließen. Was denn für Eigenschaften? Ich weiß zwar nicht, warum du so komisch redest, aber sehr gute Frage, weil es sind nicht Eigenschaften, die eine Person besonders gut beschreiben könnten, was man vielleicht hoffen würde, sondern einfach die erstbesten. Also die Eigenschaften, die ich wirklich direkt bei jemandem sehen kann oder die Eigenschaften, die ich direkt aus jemandem rauskriegen kann. Und das kann sowas sein wie Freundlichkeit. Durch zum Beispiel ein Lächeln. Creep. Oder auch das Aussehen. Also nach 5 oder 10 Sekunden habe ich den Look von jemandem ja erfasst. Dann auch sowas wie das Auftreten allgemein im Raum. Also wie ist jemand auch drauf? Yeah. Oh, groovy. Und auch sowas wie sozialer Status. Also was macht jemand beruflich, was studiert jemand, kriege ich ja auch ganz schnell raus. Dazu zählt aber auch sowas wie, was fährt jemand für ein Auto, was trägt jemand für eine Uhr. Das erfährt man ja auch sehr schnell. Und als letzten Punkt, außergewöhnliche Leistung. Das kann dann sowas sein wie Notendurchschnitte, Projekte, die ich abgeschlossen habe, I don't know, Dinge, die aber auch sehr auffällig sind. Also das sind alles Aspekte, die ich sehr schnell rauskriegen kann, die ich sehr schnell erfassen, sehr schnell sehen kann. Von dieser einen bekannten Eigenschaft, die eigentlich nur ein Bruchteil ist von der Gesamtperson, schließen wir dann einfach auf Eigenschaften, von denen wir noch gar nichts erfahren haben, die bisher völlig unbekannt waren. Aber so viel vielleicht erstmal zur Theorie. Jetzt wieder die sehr interessante Frage, wie irreführend kann der Halo-Effekt tatsächlich im Alltag werden? Einmal durchatmen, weil jetzt geht's zur Praxis. Ein sehr gut erforschtes Beispiel ist hier Attraktivität. Wenn jemand gut aussieht, neigen wir dazu, dieser Person viel schneller Eigenschaften wie Intelligenz, Kompetenz, Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit und sogar Ehrlichkeit zuzuschreiben. Wow, das war jetzt sehr viel. Warte mal kurz. Das heißt, nur weil jemand gut aussieht, glauben wir, dass diese Person bestimmte Aufgaben besser lösen könnte, uns eher bei einem Umzug helfen würde, uns bestimmt nicht anlügt und uns eher ein Bier ausgeben würde? Hey, wie blöd sind wir denn? Ja, und ohne dass es diesen Zusammenhang wirklich gibt. Also, schönere Menschen sind nicht schlauer. Trotzdem zeigen einige Studien, dass zum Beispiel Lehrer die Leistungen von gut aussehenden Schülern unbewusst besser bewerten. Vielleicht sollte ich mich morgens vor der Schule doch duschen.
Okay, das war jetzt ein random Beispiel. Das Abgefahrene oder auch das Erschreckende an dem Halo-Effekt ist aber, dass er in so vielen Bereichen auf so vielen verschiedenen Ebenen wirkt. Hier einmal der Schnelldurchlauf. Wir hatten jetzt schon den ersten Eindruck bei Personen, gerade interessant in der Schule oder im Studium. Aber auch im späteren Beruf, wenn man kompetenter und intelligenter wirkt, Jackpot. Besser geht's ja nicht im Job. Man konnte genau deswegen auch nachweisen, dass attraktivere Menschen leichter Karriere machen und im Unternehmen aufsteigen. Ja, weil sich die Frauen hochschlafen. Alter, das ist nicht nur derbe sexistisch, sondern wissenschaftlich auch einfach falsch. Alle Quellen wie immer in der Videobeschreibung und du hast jetzt erstmal Redeverbot. Aber gehen wir mal weg von der Bewertung von Menschen. Im Marketing hat der eine oder die andere durch den Halo-Effekt schon eine ordentliche Stange Geld verdient und zwar auf eure Kosten. Ein besonders schönes Design von einem Produkt, eine sehr auffällige Eigenschaft. Also ist das Produkt noch leckerer, macht uns noch schöner und noch jünger. Eher nicht sichtbare Eigenschaften. Und diese Verknüpfung passiert unbewusst. Oder was auch in unserem Kopf abgeht, ohne dass wir das merken. Dem erfolgreichen Tennisspieler, der auch total glücklich aussieht, scheint der Kaffee echt gut zu schmecken. Der Kaffee muss toll sein. Stimmt, ist eine komische Schlussfolgerung. Wir sind aber auch komische Wesen. Und das auch in der Unterhaltungsbranche. Holt uns ein erster Film aus einer Reihe oder eine erste Serienstaffel besonders ab, nehmen wir diesen positiven ersten Eindruck auch mit in die Fortsetzungen und sehen dann auch vor allem die positiven Aspekte. Weil der Effekt, wie gesagt, unbewusst ist, denkt ihr jetzt hier wahrscheinlich als erstes, hä? Von der Staffel oder von dem zweiten Teil war ich total enttäuscht. Ja, klar, gibt's auch. Grundsätzlich gehen wir aber positiver ran. Wie gesagt, alle Quellen in der Videobeschreibung. Zurück zu den Menschen. Das wahrscheinlich Schlimmste, was der Halo-Effekt anrichten kann, ist, wenn wir von den Wurzeln oder von der Herkunft oder auch vom Geschlecht auf unbekannte Eigenschaften schließen. Weil da sind wir bei den Stereotypen angelangt, also bei den Vorurteilen. Das Erschreckende, man muss kein Rassist oder Sexist sein, das kann sehr schnell unbewusst ablaufen und uns alle betreffen. Bei dieser negativen Ausprägung spricht man auch vom Horn-Effekt, also sowohl Heiligenschein als auch Teufelshörner tragen wir bei unserer Bewertung immer mit uns. Und das wahrscheinlich schönste Beispiel, L'amour. Französisch? Jeder, der schon mal verliebt war, kennt diesen Höhenflug zu Beginn, die rosarote Brille. Die positiven Eigenschaften dieser Person wirken dabei so stark, dass alles andere überstrahlt wird. Man hat einfach den perfekten Menschen. Wir haben uns jetzt dreimal getroffen, dann lass heiraten, oder? Okay. Wie kann man sich dagegen jetzt schützen? Also nicht gegen Liebe, sondern gegen den Halo-Effekt. Schlechte Nachrichten, der Effekt wird unbewusst bleiben. Zu wissen, dass es ihn gibt, kann aber schon mal hilfreich sein. Den Job habe ich gern gemacht. Also achtet auch mal selber drauf, wenn ihr zum Beispiel jemanden Neues kennenlernt, wie schnell ihr tatsächlich einen Gesamteindruck von dieser Person habt. Und fragt euch vielleicht, ob alle Annahmen so unbedingt stimmen müssen. Gebt den Menschen einfach mehr Zeit. Gleichzeitig könnt ihr aber auch schauen, wie ihr den Effekt für euch selber nutzt. Klar, wenn ihr euch ab morgen für die Uni oder für die Schule besonders schick macht, werdet ihr nicht überall nur noch Einsen bekommen. Hey, ich habe mich noch nie so schmierig gefühlt. Geht ja auch hier um Durchschnitte, um Tendenzen. Aber es kann einen Unterschied machen, einen entscheidenden sogar. Gerade in Situationen, in denen der Eindruck einer Person, vor allem der erste Eindruck, essentiell ist. Wie in Bewerbungsgesprächen oder beim ersten Date. Schaut also, dass ihr eure positiven Eigenschaften in den Vordergrund rückt, präsent macht. Und das muss auch nicht immer Aussehen sein, um Gottes Willen. Das war jetzt nur das Beispiel sehr häufig. Das kann auch sowas sein wie Humor oder eine besonders herzliche Art. Vielleicht auch besonderes Engagement oder besondere Leistungen. Oder vielleicht auch nur ein einfaches Lächeln. Ey, ich kann dich nicht mehr sehen. Ein Glück war's das jetzt mit dem Halo-Effekt und ich muss dich nie wieder zeigen. Kennt ihr das? Ihr unterhaltet euch mit jemandem, der eine komplett andere Meinung hat als ihr. Dann erzählt ihr von euren 2, 3, 4 Gründen, Argumenten und zack, ihr beide habt dieselbe Meinung. What? Nein, das kenne ich nicht. Könnte daran liegen, dass das so gut wie nie vorkommt, aber es ist noch schlimmer, als man denken würde. Stellt euch mal vor, ihr seht das Thema Impfen kritisch, also ihr habt ganz spezifische Sorgen. Gar nicht bezogen auf Corona, sondern Impfen allgemein. Ich möchte eigentlich nicht, dass mein Kind und ich geimpft werden. Und dann würdet ihr wissenschaftlich fundierte Fakten vorgelegt bekommen, die eurer Meinung zum Impfen widersprechen und zeigen, dass zumindest eure spezifischen Sorgen nicht wissenschaftlich haltbar sind. Was würde dann passieren? Oh nein, eure Meinung würde sich zum Thema Impfen nicht ändern. Aber noch einen Schritt weiter. Eure Meinung würde sich sogar festigen und ihr werdet hinterher noch überzeugter davon, dass Impfen ein schlechtes Thema ist. Never!
Doch, so paradox das auch klingen mag, genau das hat eine Studie 2014 untersucht. Bei diesem Phänomen sprechen wir vom sogenannten Backfire-Effekt. Ich kann euch etwas beruhigen, auch wenn es einige Studien gab, die diesen Backfire-Effekt auch in anderen weiteren Kontexten finden konnten, gibt es auch Studien, die diesen Backfire-Effekt nicht gefunden haben. Wir scheinen also nicht komplett die Wahrheit bzw. Fakten zu ignorieren. Das liegt allerdings daran, dass der Backfire-Effekt auch mit ganz großen Anführungszeichen nur bei emotionalen Themen auftritt. Also wenn es um tiefe Überzeugung geht, um unsere Identität, gerade bei radikal anderen Informationen, wo einem damit praktisch gesagt wird, du bist falsch, dann werden Überzeugungen, die wir womöglich schon seit Jahren mit uns rumtragen, angegriffen und bedroht. Das muss echt mies sein. Ist es auch. Es entstehen automatisch negative Emotionen gegenüber diesen neuen Informationen. Man geht dann am liebsten in eine Abwehrhaltung, in einen Verteidigungsmodus. Und bei diesem inneren Verteidigen verstärken sich nochmal unsere Überzeugungen, um sich halt zu schützen. Es ist viel einfacher zu sagen, ach, das ist doch alles Bullshit, als stattdessen zu sagen, warte mal. Das heißt, dass ich die letzten 5 Jahre falsch lag? Extremes Beispiel natürlich Verschwörungstheoretiker. Ich kann noch so viele Fakten aufzählen, die eine flache Erde unmöglich machen. Ich werde die Überzeugung des Gegenübers eher noch verstärken. Es muss aber auch nicht immer so extrem sein. In der Politik zum Beispiel geht es auch um tiefe Überzeugung, darum, wie man sich selbst definiert, woran man glaubt. Jeder muss sich sein Geld selber verdienen, ich musste dafür auch hart arbeiten. Hey nein, das bedingungslose Grundeinkommen ist echt super. Da gibt's viele tolle Studien, die zeigen, wie es der gesamten Gesellschaft besser gehen würde. Ja, danke. Ich bin ab jetzt fürs bedingungslose Grundeinkommen. Ich gehe mal so weit und sage, dass es in der Geschichte der Politik noch nie so ein Gespräch gegeben hat. Und noch ein kleiner Zusatz. Ich habe keine Ahnung von Politik und dies war ein frei erfundenes Beispiel. Aber es zeigt sehr schön, dass ausschließlich mit harten Fakten zu argumentieren backfiren kann. Das klingt erstmal paradox. Ich bin jetzt definitiv auch kein Befürworter von Fake News. Aber gerade bei polarisierenden, aufgeheizten, emotionalen Themen braucht es einen anderen Zugang zueinander, eine andere Art der Kommunikation. Dazu nochmal ausführlicher in einem anderen Video, das würde jetzt absolut den Rahmen sprengen. Weiter zum letzten Effekt. Jetzt noch wahrscheinlich der wichtigste Effekt, wenn es um diesen YouTube-Kanal, um diese Videos geht. Bewusst oder sogar unbewusst, denkt ihr euch wahrscheinlich nach so einem Video zum Halo-Effekt? Als wenn ich mich von schönen oder sympathischen Menschen so beeinflussen lassen würde. Aber ey, mal echt interessant zu hören, wie andere Menschen drauf sind. Oder zum Backfire-Effekt. Ja, also ich hinterfrage mich zwar immer rational, bei meinen Meinungen spielen Emotionen tatsächlich keine Rolle, aber echt krass, wie das bei anderen ist. Hier sprechen Psychologen von dem Toter-Winkel-Effekt oder auch Blindspot-Bias. Dieser meint die Tendenz, sich selber für unbeeinflusst zu halten. Also Effekte und Verzerrungen treffen nur auf andere zu. Ich selber bin da fein raus. Eine sehr schöne Studie, die man hier gemacht hat. Man hat mal 600 Amerikaner gefragt, wie verzerrt bist du eigentlich im Vergleich zu anderen? Und 85% haben gesagt, dass sie weniger verzerrt sind als der Durchschnitt. Warte mal, 85%? Für die Mathe-Genies unter euch 50% wäre der Durchschnitt gewesen. Also bei perfekter Selbstreflexion hätten eigentlich 50% sagen müssen, dass sie sich stärker als der Durchschnitt von so etwas beeinflussen lassen. In dieser Studie waren es tatsächlich genau einer. Ein einziger von 600 hat gesagt, er ist verzerrter als der Durchschnitt. Ein einziger. Dieses, aber ich bin nicht betroffen, Denken gibt's auch mit Blick auf den Körper. Jeder weiß mittlerweile, dass zum Beispiel Rauchen das Krebsrisiko fördert. Trotzdem denkt sich fast jeder Raucher, als wenn ich jemals vom Rauchen Krebs bekommen würde. Also vielleicht der Tipp, guckt euch meine Videos oder Psychologie allgemein nicht mit der Brille an. Interessant, wie der Mensch so funktioniert. Sondern schaut darauf, wie ihr funktioniert. Was ihr für euch mitnehmen könnt. Was könnt ihr ab morgen anders machen? Und an dieser Stelle auch einmal ein absolutes Riesendanke. Das war echt ein unglaublicher Support in den ersten beiden Videos. Ihr pusht mich so sehr. Es macht so viel Spaß mit euch. Also echt vielen, vielen Dank. Ich bin heute auch wieder sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Wer sich in welchen Effekten gesehen hat oder vielleicht auch nicht gesehen hat. Krass! Ich kann euch einfach schon 2 Videos empfehlen. Einmal sehr passend zu heute, mein All-Time-Favorite psychologischer Effekt und warum wir bis in die Nacht Netflix gucken, warum wir uns so schlecht in Klausurenphasen ernähren und warum unsere Jahresvorsätze einfach Mist sind. Das seht ihr alles hier drin. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Haut rein!